So, hier sind wir wieder, meine Freunde. Und zwar haben wir beim letzten Mal hier aufgehört. Wir mussten die kleinen Scheißer hier fertig machen. Und zwar müssen wir die da jetzt fertig machen. Und ich gucke jetzt einfach mal, wie ich da rüberkomme. Ohne, dass die mich hier angreifen. Ich werde mal gerade hier in die Ecke gehen, weil ich muss... Warte, ich nehme den mal gerade mit. Renn, renn, renn. Ja. Und ich will hinter die kommen. So, ich habe... Aua, aua. Boah. Du kleiner Scheißer. Hat er mich echt ausgeschaltet? Gut, wie mache ich das jetzt am besten? Ich habe da noch ein Portal. Aber ich will da ein Portal haben. Warte, ich mache hier oben mal eben eins hin. Und hier mache ich eins hin. Okay. Super. Jetzt bin ich... Ja, Schläfchen. So. Hier unten kann ich kein Portal anbringen, ne? Das ist natürlich jetzt blöd gelaufen. Komme ich denn da hinten hin, ohne dass der mich jetzt abballert? Ja. Komme ich hin. So, ich muss jetzt hinter den... Ja, ballert nicht mich ab. Ballert euch gegenseitig ab. So. Wie sieht's denn hier aus? Was haben wir hier? Da hinten haben wir... Okay, haben wir die Tür. Ich gehe mal eben hier rum. Eben schauen. Da ist einer und da ist einer. Das heißt, wir müssen... Hinter dem. Wie machen wir das denn am besten? Ist da oben was, wo ich... Ah ja, okay. Da kann ich... Da mache ich mal eben ein orangenes Portal. Habe ich das geschafft? Ja, habe ich. Dann mache ich mal eben den hier platt, indem ich den Kubus da drauf fallen lasse. Okay, den haben wir schon mal ausgeschaltet. So, dann haben wir hier einen. Der sieht mich hoffentlich nicht. Dann machen wir das so. Nehmen wir hier nochmal einen Kuh. Ach, hier ist auch wieder unser Radio. 85.2 FM. Nehmen wir mal eben die Tasse weg. Boink. Und dann gucken wir mal gerade. Wir gucken erstmal durch. Okay, da ist der. Den lassen wir jetzt auch auf den runterfallen. Au, 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 au. Super. Jetzt haben wir schon mal die ausgeschaltet. Jetzt kommt der da hinten noch. Mhm. So. Jetzt nehmen wir den Kubus mit. Und dann... ich muss mal eben die Lage peilen. Ach, da hinten ist er. Okay. Oh, danke schön. Der Kubus hat mich beschützt. Wir stellen hier jetzt unseren Kubus ab. Oha! Alter! Okay, ich muss hier irgendwie... Ich muss irgendwie da hinten dran kommen.
kann ich da durchzielen? Ja, oder? Ja, kann ich. Gut. Dann machen wir hier direkt einen. Nehmen den Kubus wieder mit. Und der da links... Okay, super. Und jetzt müssen wir natürlich den hier auch noch ausschalten. Der. Ja. Fahre runter. Dankeschön. Oh, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Gut, Android. Das Enrichment Center weist erneut darauf hin, dass die Androidenhölle existiert. Und sie bei Widerstand dorthin geschickt werden. Ja, sauber. Dankeschön. Aber ich habe es geschafft, Leute. Ich habe es geschafft. Das war so ein bisschen tricky. Mussten wir so ein bisschen auspeilen, wo denn jetzt die Teile sind. Und wie wir da am besten hinkommen. Aber ich glaube, das nächste Level wird noch heftiger. Wir sind jetzt hier in Level... Wo sind wir denn jetzt? Testapparatschacht liefert einen 17. gewichteten Begleiterkubus in 3, 2... Ach, hier ist unser Begleiter-Kubus. Er fällt runter und der hat uns lieb. Okay. Das heißt... Mhm. Wir nehmen den jetzt erstmal mit. Der Begleiter-Kubus begleitet Sie durch die Testkammer. Passen Sie auf ihn auf. Okay. Wir brauchen den erstmal, um hier überall hochzukommen. Das ist sehr schön. Nehmen wir den mit. So, jetzt muss ich erstmal gucken, was haben wir hier? Hier schlägt schon irgendwie was ein. Uah. Boah, habe ich mich jetzt erschrocken. Okay, wir müssen also hier durch. Und das müssen wir mit unserem Begleiter-Kubus machen. Der muss uns beschützen. Die am häufigsten auftretenden Symptome bei Enrichment Center Tests sind halt, warte mal. Sprechen mit leblosen Gegenständen und Halluzinationen. Das Enrichment kann das sein, dass ich erinnert daran, dass der gewichtete Begleiterkubus nie drohen wird, sie zu erstechen und gar nicht sprechen. Ja, kann das sein, dass ich hier ein Portal machen muss? Okay, da hinten habe ich das orangene Portal gemacht, ne? Jetzt gehe ich nochmal hier durch. Oh, ah, jetzt hat er mich von hinten erwischt. Mist, ich hätte rückwärts gehen sollen. So, warte, hier oben. Bonk. Oh, Mann, oh. Gut, jetzt aber. Potsch. So, und jetzt ganz schnell. Ah, leck mich doch am Heck. Wie komme ich denn hier durch? So, die kommen jetzt hier wieder an. Alter, bin ich zu blöd zum Kacken oder was? Die kommen hier hoch. Gut, der kommt hier jetzt wieder zurück. Der bolzt sich hier jetzt durch. Warte. Oh.
Jetzt hat er mich schon wieder von hinten geschnappt. Okay. Wie machen wir das jetzt am besten? Ich muss ja hier irgendwie durch. Jetzt muss ich mal eben gucken, in welchen Zeitabständen. Gut, der schießt den raus. Dann kommt er zurück. Am besten ist, ich renne ihm direkt hinterher. So, und wenn der nämlich jetzt da wiederkommt. Oh, geschafft. Okay, geschafft. Alles klar. Ich hatte da hinten den orangenen Kubus gesetzt, ne? Jetzt mal eben meinen Begleiter hier rauslassen. Hatte den orangenen Kubus gesetzt. Und setze hier jetzt den blauen. Alles klar, da ist schon mal was aufgegangen. Jetzt kommen wir mit meinem Kleiner. Okay, das heißt, ich muss hier ja irgendwie dann wahrscheinlich durch die Türen kommen. So, und setze jetzt hier ist noch was aufgegangen. Okay, ich glaube, ich brauche meinen Begleiter-Kubus nochmal. Komm mal eben mit, bitte. So, da hinten hatte ich das orangene Portal gesetzt. Kann ich den denn irgendwie ablenken? Das Enrichment Center erinnert daran, dass okay. Der gewichtete Begleiterkubus nicht spricht. Sollte der gewichtete Begleiterkubus dennoch sprechen, empfehlen wir dringend, seinen Rat zu ignorieren. Okay, hier kommt jetzt der raus. Der kommt aus dem Blauen raus. Das heißt, hier mache ich ein Orangenes hin. Uah. Ich Dummi. Kommt er jetzt noch mal? Hilfe, Entschuldigung. Oh, klopp hier an. Ich klopp hier an dem Mikro rum. Aber ich glaube. Der muss doch jetzt eigentlich noch mal hier rauskommen, oder? Mist, warte mal. Ich mach mal gerade da meinen orangenen und hier meinen blauen. So, Moment. Ich muss mal eben gucken, wie das hier sich jetzt verhält. Mist, ich habe den natürlich jetzt hier hier kommt blau hin deaktiviert, ne, ich Dummi. Ah, jetzt hat er mich wieder von hinten erwischt. Das gibt's doch nicht. Gewichtete Begleiterkubus nicht spricht. Sollte der gewichtete Begleiterkubus dennoch sprechen,
empfehlen wir dringend, seinen Rat zu ignorieren. Okay, das heißt... Ich mache jetzt hier das orangene Portal. Super. So. Da muss ich ja das hier wahrscheinlich auch noch öffnen, aber das kann ich nicht. Da muss ich meinen Kubus für haben. So, meinen Kubus brauche ich. Den muss ich da draufsetzen. Jetzt brauche ich mich aber hierfür. Yeah. So. Ich habe... Muss ich meinen Kubus mitnehmen? Ich glaube, ja. Wo denn? Hier ist jetzt der dritte, oder? So, okay, der dritte ist hier. Das heißt, ich gehe... Und ich mache hier blau. Und dann kann ich hier rüber. Kann ich das? Und dann... Oh, kann ich hier rüber springen? Yeah! Bom, bom, bom. Und dann muss ich ja wohl hier meinen... Geschafft. Der gewichtete Begleiterkubus hat Ihnen wirklich Glück gebracht. Okay. Er kann Sie jedoch beim restlichen Test nicht begleiten und muss leider Sterbehilfe erhalten. Ach nee, bitte, ne? Bitte bringen Sie Ihren Begleiterkubus zur Aperture Science Intelligenznotverbrennungsanlage. Ach Menno, mein schöner Kubus. Muss ich das machen? Sie haben Ihren treuen Begleiterkubus schneller geopfert als jede Testperson bisher. Herzlichen Glückwunsch. Toll. Das war jetzt eigentlich nicht meine Absicht, aber egal. Ja, sonst komme ich ja nicht weiter. Ich kann den ja nicht durch das Partikelfeld mitnehmen. Doof. So, jetzt kommen wir zu 18. Glaube ich. Oder? Doch.